Hallöchen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Clash of Clans. Heute tauchen wir ab in die Strategy Series und es geht um die besondere Strategiefrage Erdbeben-Spell versus Jump-Spell. Was ist besser, was sollte man wann einsetzen? Und das Ganze schauen wir uns hier mit einem ersten Replay an von der Tara Sandra gegen die Daisy. Die sind beide ziemlich gleich auf und Tara Sandra versucht hier mit drei Erdbebenzaubern, zwei Heilzaubern, einem Wutzauber und einer Goho-Attacke die drei Sterne zu erreichen. So, wir sehen schon, das Ganze läuft folgendermaßen. Man sprengt mit dem Erdbebenzauber einen möglichst großen Bereich frei, um dann die Queen, die gegnerische, und die Clanburg zu killen, um dann mit den Schweinen danach reinzukommen und den Rest der Base zu cleanen. So, ihr seht schon. Er ist in der Mitte, er setzt die Heilzauber ein und es sind ein paar kleine Skelette da am Werkeln, die Schweinereiter ganz schön kaputt machen, die denen ganz schön zusetzen. Der zweite Heilzauber ist gut. Machen wir ein bisschen schneller. Aber die Schweine sterben und sterben und sterben und besonders schnell da mit den ganzen Skeletten. Also, wenn man den Erdbebenspell verwendet und man wirklich richtig viel freisprengen kann, dann lohnt es sich schon. Denn dann bekommt man ja schon einen Großteil der Base mit Hilfe von diesem Erdbebenzauber, weil der König und der Golem und so weiter und die Queen schon ziemlich weit reinrennen können. Also dann lohnt es sich. Das sehen wir zumindest hier vom ersten Replay. Aber das große Problem, was hier immer auftaucht, das sind die kleinen Skelettfallen. Und wenn da natürlich eine Menge von aufploppen, dann nützen auch viele Heilzauber nichts mehr, denn dann werden die Schweine relativ schnell kalt gemacht. So, und deswegen schauen wir uns jetzt hier noch ein zweites Beispiel an, und zwar ebenfalls von der Tara und wieder mit Erdbeben-Spells, wieder mit Hogridern. Machen wir das Ganze mal zwei. Hier wird wieder ein relativ großer Bereich freigesprengt, unten um die 6-Uhr-Ecke. Es geht wieder darum, die Queen und die Clanburg zu kriegen. Der Wutzauber dementsprechend dort eingesetzt, um das Ganze auch zu killen. Er setzt die Schweine hier schön außen rum. Sieht alles wunderbar aus, genauso wie es bei der Gorok-Attacke aussieht heute. Oh, und da sieht man, die Skelettfallen ploppen auf. Machen jetzt schon große Probleme. Der König ist da, macht ebenfalls große Probleme. Und die Schweine werden richtig zerstört durch die ganzen Skelette. Und obwohl die Queen da unten noch am Leben ist und alles, da jetzt kein Heilzauber mehr übrig. Und die ganzen Skelette hier machen die Queen, machen die Schweine richtig kaputt. Und selbst die Queen machen sie jetzt auch noch kaputt. So. Also, was sagt uns das? Man sollte schon überlegen, ist es vielleicht bei manchen Bases doch nützlich, da einen Jumpzauber mitzunehmen? Ich würde sagen, es ist sinnvoll. Aber manchmal merkt man das erst beim zweiten Angriff auf die Base. Das heißt, wenn man am Anfang sieht, oh, bei der Base, da sind die Skelettfallen so platziert, dass ich die nicht alle rauslocken kann oder dass ich die nicht vorher auslösen kann, dann nützt es nichts. Man muss wieder auf den Jumpspell übergehen. Ja, schauen wir uns mal den Jumpspell überhaupt an. Der Jumpspell hat 7 Felder Reichweite, der Erdbebenspell 8 Felder Reichweite. Das heißt, man kann mit dem Erdbebenspell schon mehr erreichen, aber durch den Erdbebenspell fehlen einem die Giftzauber, die man mitnehmen könnte. Man könnte anstelle dessen zwei Giftzauber mitnehmen oder zwei Eilzauber, je nachdem, was man möchte. Aber zwei Giftzauber lohnen sich am meisten. Ja, jetzt springen wir mal eben ganz kurz zum nächsten Replay. So, da sind wir wieder. Und wir haben jetzt hier ein Replay mit drei Heilzaubern, einem Jumpzauber und den zwei Giftzaubern. Das wäre quasi die Alternative, die man machen kann. Und schauen wir mal, wofür der Hassan Romeo die Gegenkonnen einsetzt. Wir haben hier auch wieder so ein typisches Anti-3-Sterne-Dorf, ne? Also diese Goro-Attacke, die ist wirklich immer gezielt gegen solche Anti-3-Sterne-Dörfer, wo das Rathaus so ein bisschen komisch am Rand steht und den Effekt hat oder die Funktion erfüllen soll, dass der eben Schaden tankt. Dass das Rathaus Schaden tankt von den X-Bögen. So. Jetzt haben wir hier den Jump-Zauber auf eine Stelle, wo die Golems über die Mauer rennen können, zusammen mit dem König und auch nach oben. Das Ganze hat er gemacht, um da wirklich an alle Abteile ranzukommen. Kriegt er dementsprechend die Queen.
und setzt seine Giftzauber dann jetzt ein, wo da oben der Lavahund zerploppt. Das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt sinnvoll eingesetzt, aber er hat in diesem Angriff eben Glück gehabt, dass da keine Skelettfallen mehr aufploppen, weil die eben schon aufgeploppt sind. Und dementsprechend geht das Ganze dann schnurstracks um. Der setzt die Heilzauber dahin, wo Riesenbomben sein können. Ist im Grunde genau perfekt. Genauso sollte man es machen. Die Heilzauber immer dahin werfen, wo die Schweine hinrennen und wo die Riesenbomben sein könnten. Ja, und da oben hat ein Schwein beide Riesenbomben ausgelöst. Und so läuft das Ganze dann zu 3 Sternen. Keine Skelettfallen poppen mehr auf. Ja, also Jumpzauber oder Erdbebenzauber? Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Was haltet ihr von diesen beiden Zaubern? Und findet ihr jetzt Jumpzauber besser oder Erdbebenzauber besser? Und schreibt auch ruhig, warum ihr das besser findet. Ich sehe es so, dass bei einer Base, wo die Skelettfallen nicht gut platziert sind, also dass die von den Schweinen, wenn die rumlaufen, ausgelöst werden, da kommt man ohne Giftzauber gar nicht mehr klar. Also da kommt man nicht drum rum, man muss den einsetzen. Dementsprechend ist die Entscheidung also abhängig von Base zu Base und ja, je nachdem, wie ihr angreifen wollt. Ja, damit bedanke ich mich dann ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch diese Strategy Series gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt mir gerne einen Kommentar oder abonniert mich auch gerne, das hilft mir auf jeden Fall. Und schreibt auch gerne in die Kommentare von, was ihr denn gerne noch was sehen wolltet. Ob ihr irgendwelche Vergleiche noch sehen wollt oder bestimmte Strategien gegen bestimmte Dörfer. Bis dahin, sage ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Clash of Clans beim Dancer. Ciao!